Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Schwarz. Wir sind hier beim letzten Mal schon die Treppe runtergegangen, aber jetzt machen wir es richtig. Und da oben soll es irgendwo ein Item geben? Okay, meinetwegen. Wow, das hier aussieht. Oh, Doppelkampf vielleicht. Wen lassen wir denn kämpfen? Pony und... Anchi und Pony, würde ich sagen. Ja. Wir könnten uns eigentlich mal Liam ansehen, obwohl wir es noch nicht kämpfen lassen dürfen. Sacht kann Treffer gut verkraften. Ich glaube, das ist gar nicht mal verkehrt. Spezialangriff runter, Spezialverteidigung hoch. Das könnte sogar was sein. Ja, aber wie gesagt, dazu später. Erstmal kämpfen. Doch, wir sind die Gebrüder Nugget. Ich bin der Ältere von uns beiden. Ich bin der Jüngere der Gebrüder Nugget. Schön, dass du hier bist. Ich habe hier etwas für dich. Ah, wir müssen nicht mal kämpfen. Das ist natürlich schick. Und ich habe auch noch was für die. Ich krieg von beiden Nuggets. Oh, das ist cool. Das ist sogar sehr cool. Bitte wieder Itemradar einschalten. Ja, hier muss was sein. Wo? Wo? Da. Elektrojuwel. Nicht schlecht. Gehe ich jetzt den richtigen Weg oder ist das der... Shit. Schutz wirkt nicht mehr. Ist das jetzt der richtige Weg? Ich denke, das ist der falsche Weg. Wo sind meine Tränke? Wo? Ah, Topschutz. Setz mir noch den ein. Sehr schön. Und gehen weiter. Ja, hier hoch bitte. Das müsste eigentlich der falsche Weg sein, oder? Kann ich nicht bewegen. Okay. Hier ist ein... Moment. Hier muss doch was sein. Es war klar. Bodenjuwel. Ja, gut. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich haben möchte. Aber gut, meinetwegen. Meinetwegen. Da zurückgehen bringt mir vermutlich nicht viel. Deswegen lassen wir es. Und nehmen den vermutlich richtigen Weg. Der uns hier nach oben führt. Was war das gerade? Moment, ich will wissen, was das ist. Okay. Ich glaube, hier kommen doch meistens Pokémon, wenn das passiert. Ist hier hinten hier nur was? Doktor! Wenn du willst, heile ich deine Pokémon, aber nur unter einer Bedingung. Ich möchte nämlich, dass du voll gegen mich kämpfst. Ja, der heilt meine Pokémon. Das ist gar nicht mal schlecht. Andre! Okay, das ist ein Pokémon, ein... Ein Gardevoir. Tschana, ich weiß nicht, aber ich glaube... Nee, das riskieren wir besser nicht. Das macht Garrett. Ein männliches Gardevoir. Naja. Dr. Hirn, ich weiß nicht, aber... Ne? Zauberblatt. Okay, das hätte jetzt Shana auch gut verkraftet, würde ich sagen. Aber Garrett kann jetzt mit seinem Biss angreifen und dann sollte es das gleich mal gewesen sein. Ah, nicht ganz, shit. Aber der Hagelalarm ist noch da, beziehungsweise der Hagel. Und das sollte jetzt Gardevoir besiegen. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich mich von Garrett... Ja, nicht verabschieden muss, aber... Wie soll ich sagen? Heil erstmal meine Pokémon. Danke. Ja, ich werde Garrett auf die Box ablegen. Es darf Pause machen. Ah, da oben sind die Typen. Moment mal. Hä? Ah, hier! Megablock. Okay, schönes Item. Ah, toll. Ich gehe erstmal hier hoch, wie das hier aussieht. Da ist ein Item. Her damit. Her damit. Blendpuder. Okay, passt. Okay, bevor wir uns mit diesen Typen anlegen, würde ich gerne ein anderes Pokémon nach vorne nehmen. Nicht Shana. Nee, 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 nee. Anchi ist auf Level 33. Gut. Wir kämpfen hier nochmal 1. Oh, bedrohliche Musik. Du bist nicht aus eigenem Willen hier. Jemand hat dich manipuliert. Wenn du gegen mich gewinnst, verrate ich dir auch das Geheimnis, wer das war. Da bin ich mal gespannt. Und ich denke auch, ich kann diesen Kampf gegen dich gewinnen. Glaube ich jetzt einfach mal. 3 Pokémon. Ein Skorgler. Gott sei Dank hatte ich damals nicht so viele Pokémon und deswegen haben meine Pokémon jetzt auch ein gutes Level. Ja, ich meine, was hätte ich tun sollen? Ich musste ja kämpfen. Ich hatte keine andere Wahl, als meine Pokémon zu überleveln. Tut mir ja leid. Vipetis. Okay, das ist scheinbar Gift-Pokémon. Das gefällt mir. Und auch Anchi gefällt das. Denn... Sie wird damit leichtes Spiel haben. Ich hoffe mal, dass wir jetzt diese Elektrolythöhle, diesen Part noch verlassen können. Weil ansonsten kommen wir doch kaum vorwärts.
Ein Pi! Ah! Ein Pi! Moment, Pi kann bestimmt Metronom. Lieber nichts riskieren. Ah, das kleine Pi. Ah, oh, es tut mir schon fast weh, wenn ich das besiegen muss. Ist süß. So. Ja, Pi war jetzt nicht so die Bedrohung, aber wie gesagt, Metronom, ja, da kann halt alles passieren. Jesus ist einer der sieben Weisen, die unserem König zur Seite stehen. Jesus wiederum hat drei Untergebene, die man Finstio nennt. Ja, und die waren jetzt diese Typen, die mich manipuliert haben? Scheinbar. Naja. Wenn ich dich besiege, werde ich deinem Pokémon die Freiheit schenken. Vielleicht wollen sie bei mir bleiben? Schon mal daran gedacht, du Typ? Ja, nein, vielleicht? Ein Pokémon, gut. Magnetilo. Das ist jetzt anscheinend nicht unbedingt die beste Wahl, aber... Ich glaube, das sollte sie hinkriegen. Psystrahl! Ja, ich hoffe, dass ich bald diese Höhle verlasse. Oh, oh, komm schon! Treff dich selber. Perfekt. Ich hoffe, dass ich bald diese Höhle verlassen kann, weil dann kann ich auch endlich mal mit Liam kämpfen. Und ja, ich muss mich ja von einem Pokémon verabschieden. Ich muss ja möglichst viele Beine zusammenbekommen, nicht wahr? Die Pokémon, die hier in der Elektrolythöhle leben, sind wunderschön. Kein Wunder, hier sind ja auch... Hier sind sie ja auch frei vom Einfluss der Menschen. Warum steht denn ihr hier rum? Ihr seid doch auch Menschen. Seid ihr vielleicht keine Menschen? Aha! Grillschita. Das ist mir jetzt nicht so gefallen. Wir wissen, Grillschita kann Biss. Psystrahl an, ich komm. Wie kriegen wir klein? Passt. Passt, passt, passt. Ich sollte nicht so riskant spielen. Ein Kamau. Gut. Das macht Bubble. Angie zurück und los, Bubble! Ich kann es immer noch nicht glauben, dass mir das Spiel ein Aquana geschenkt hat. Ich meine, ich musste auch ein paar Mal unten durch und konnte kein Pokémon fangen und... Ne? Aber... Doch. Aquana ist cool. Sogar sehr cool. Ich will jetzt doch gar nicht mit euch allen labern hier. Ich will einfach nur weiter. Lasst mich doch einfach vorbei, ihr habt eh keine Chance. Du bist also der Trainer, von dem Endsprach? Möglicherweise. Ich weiß nicht, was er dir erzählt hat. Interessiert mich eigentlich auch nicht. Das drei Pokémon. Ein Schmerbe. Auch so ein Pokémon, das irgendwie verkannt ist. Ich weiß auch nicht. Ich find's cool, aber man sieht es halt wirklich selten. Okay, Angie. Weiter Psystrahl. Das ist doch hier die Allzwecklösung. Gut. Und ein Skelabra. Bubble. Hier hast du alles Pokémon, gegen die ich Shana jetzt nicht unbedingt antreten lassen möchte. Nicht bevor sie sich entwickelt hat. Und das dauert halt noch seine Zeit. Aquaknarre. Ich brauche unbedingt VM Surfer für Bubble. Unbedingt. Wobei, ja, bisher kommen wir ja klar. Das war gut. Und ein Omox. Okay, das macht man halt wieder... Nee, das macht Pony, ja. Los, Pony! Omo ist irgendwie auch cooles Pokémon, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich gut. So, friss das! Jawoll! Der Ruf ist auch cool. So, der nächste ist besiegt. Und der nächste folgt ebenfalls sogleich. Was? Schutz wirkt nicht mehr. Kann ich mir jetzt nicht leisten. Wo ist denn bitte mein Superschutz? Da. So. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis hier, der Superschutz. Der nächste Gegner werde ich sein, ein stolzes Mitglied von Team Plasma. Waren die anderen keine stolzen Mitglieder? Waren das nur solche Hobby-Mitglieder? Kann sein. Matrifool. Interessant. Interessant und auch irgendwie ein bisschen gefährlich. Allerdings. Akrobatik. Angie trägt aber ein Item, oder? Jetzt reicht nicht. Ja gut, Rasierblatt. Ha! Oh, mach keinen Volltreffer hier. Ja, wenn Angie kein Item tragen würde, würde Akrobatik noch mehr Damage machen.
Ah ja. 35 für Angie bereits. Fantastisch. Ein Stern, du. Das könnte jetzt langsam ein Problem werden. Das muss Angie machen. Ich brauche irgendwie mal ein Elektro-Pokémon oder so. Bleib mal beim Kanon. Mal sehen, wie viel Schaden das macht. Ja. So, du Stern. Das war's. Bevor irgendwas passiert, sollte ich Angie vielleicht mal irgendwie ein Heil-Item geben oder so. Nur so zur Sicherheit. Was habe ich denn so? Blablabla. Nein, 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 nein. Supertrank, hier. Es reicht. So, bitteschön, Angie. Es kann weitergehen. Wobei, sie ist jetzt Level 35. Ich denke, wir sollten mal jemand anders nach vorne nehmen. Ah, komm, wir nehmen Schade nach vorne. So. Was? Da könnte ich was? Aha! Mein Item. Draco-Juwel. Diese ganzen Juwelen hier so. Näh. Ich würde gerne wieder das Itemradar aktivieren. So. Dann geht's hier weiter. Was willst du von mir, hä? Was Sie auf dem Team Plasma erreichen wollen, geht dich im Grunde gar nichts an. Ich habe auch nicht danach gefragt, mein Gott. Das interessiert mich gar nicht. Ich will bloß hier durchgehen. Ich will meinen Traum verwirklichen und Pokémon-Meister werden, verstehst du? Dressella. Es könnte sogar was werden, theoretisch. Könnte sogar was werden. Shana Eissturm. Oh, 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 oh. Das finde ich jetzt gar nicht mal so eine tolle Sache, das. Na? Oh, zu viel Damage. Zu wenig Damage. Taumeltanz. Nein, 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 nein. Shana, bitte triff. Bitte triff. Nicht dich selber, den Gegner. Verdammt. Sind sie... Das ist jetzt nicht so praktisch. Shana, komm, bitte. Danke. Wunderbar. Jetzt noch der Hakenschaden. Und Shana, wenn du jetzt triffst mit dem Eissplitter, haben wir es geschafft. Jawohl, nicht mehr verwehrt. Fantastisch. Irgendwie scheint die Elektrolythöhle größer zu sein, als ich sie in Erinnerung hatte. Level up. Fantastisch. Ich glaube, Shana entwickelt sich auf Level 40, wenn ich mich nicht irre. Das dauert jetzt schon noch einen Moment. Ist da drüben? Ja, da wird... Hä, was? Wo lang zuerst? Ich gehe mal hier runter. What? Wo ist richtig? Wie sieht es da rechts aus? Erstmal wird noch gekämpft. Dann zeig mal, was ein Trainer drauf hat, der die Aden-Pokémon so ausnutzt wie du. Das ist eine böswillige Unterstellung, mein Freund. Das ist beinahe Rufmord. Ich klag dich an. Symbolara. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wobei, doch. Sie ist Typ Flug. Und langsamer als Shana. Das ist interessant. Blick es an. Fantastisch. Wirbelwippen. Wenn jetzt Liam reinkommt, kann ich nichts dafür, ja? Okay, Aquano. Wie gesagt, dann hätte ich nichts dafür gekonnt. Ja, ich hätte auch die Höhle wieder verlassen können und nach dem Rechten sehen, aber solange jetzt Liam nicht an die Reihe kommt, ist alles immer noch in Ordnung. 35 für Bubble. Lernt aber nichts. Und dann haben wir ein Tangolos. Das schreit doch geradezu nach Pony. Los, Pony. Yeah. Fackeln wir diesen Haufen Pflanzenspaghetti doch einfach ab. Mit dem Flammenwurf. Friss das. Fantastisch. Oh, so viele Erfahrungspunkte. Ja, bla 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 bla. Halt die Klappe. Gut. Was ist oben, was ist unten? Hä?
mir... Oh, shit, da ist N. Ich will dem nicht in die Arme laufen. Irgendwo ist ein Item. Hier irgendwo da drüben. Da. Salkabire. Wenn da N steht, muss der Weg theoretisch... Hä? Da ist was? Oder da? Hä? Da drüben? Hä? Wo zeigt dieser Pfeil hin? Kann ich das hier nach hinten schieben? Hä? Wo ist da ein Item? Verstehe ich nicht. Schutz wirkt nicht mehr. Gut. Aktivieren wir Schutz nochmal. Aber wie gesagt, wenn hier N steht, habe ich vermutlich den falschen Weg gewählt. Jetzt muss ich wieder meinen Superschutzschuh... Schuchen, ja. Superschutzschuchen. Wo ist der? Da. Ich hatte zu viele Items. Ja, nee, wie gesagt, wenn hier N steht, dann denke ich mal... Nicht kämpfen, bitte. Danke. Denke ich mal, bin ich hier falsch. Wobei, der Part ist eh zu Ende. Im nächsten Part sehen wir uns hier unten noch ein wenig um. Wobei, umsehen können wir uns jetzt schon. Und gegen die hier kämpfen. Das machen wir jetzt noch. Wenn es darum geht, meine Pokémon zu trainieren, scheue ich auch nicht vor Ort mit der Elektrolyttöne zurück. Obwohl hier alles unter Strom steht. Ist ja nicht so, dass es dir schaden würde. Mir schadet es auf jeden Fall nicht. Zwei Pokémon hat aber ein Bibor. Hallo, Bibor. Das sollte eigentlich auch kein Problem sein für Shana, oder? Wobei, ein Gift-Pokémon. Nee. Gefällt mir im Moment noch nicht. Das ist immer noch so mein Sorgen-Pokémon. Ja gut, Giftspitzen. Das ist jetzt nicht so die Bedrohung. Allerdings für Bibor ist der Flammenwurf die Bedrohung. Ha! Tristars-Biene! Oder Wespe eher. Das ist eher eine Wespe. Gut. Ja, Hagelkörner und ein Ninja-Tom. Bleiben wir doch drin! Zum Glück bin ich mit Ninja-Tom vertraut und weiß deshalb, Flammenwurf erledigt die Sache ziemlich schnell. Weg mit dir! So schnell kann ein KP down gehen. Und 35 für Pony. Sehr schön. Gut, Leute. Würde wieder gerne mein Itemradar einschalten. Das hier weg, bitte. Wo ist ein Item? Wo? Hä? Weiter unten scheinbar. Ist doch gerade eine lang gelaufen, oder? Nein. Oh Gott. Okay, Leute. Nicht, dass ich hier noch kämpfen muss. Das war's für heute mit Pokémon Schwarz. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!